Ihr habt doch Hunger. Ihr habt den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken. Ihr nicht mal Wasser. Schimpfen, nicht mal Wasser. Probier's doch mal selber aus. Wie wär's? Oh oh. Jetzt einen Tag fasten? Neue Woche, neues Video. Heute sind wir nur da mit, machen sowas wie ein Q&A Ramadan. Marcel hat ganz viele Fragen, weil er ist ein bisschen doof. Ja? Er hat gar keine Ahnung von Ramadan. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Der Marcel übernimmt hier einfach mal das Kommando und wird quasi Fragen an uns stellen. Und wir werden, also Fragen zum Ramadan. Und wir werden unser Bestmöglichstes tun, darauf zu antworten. Richtig, Fiete und Gülcan? Heißt aber Gülcan. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Keiner weiß, was das für Fragen sein werden. Ich habe ein bisschen versucht, kreativ zu sein. Mal schauen, ob es was wird. Erste Frage, warum riecht ihr alle so aus dem Mund? Das ist, ich hab mir sogar heute Morgen die Zähne geputzt. Ich finde das voll gemein. Ich habe mir vor 2 Stunden die Zähne geputzt und der Magen ist einfach leer und das ist einfach die Magensäure. Das ist echt eklig, nur so, ihr könnt es ja nicht riechen. Ach, stinke ich aus dem Mund? Nee. Naja, sonst würde ich es ja nicht sagen. Bakterien im Der Mund. Geruch kommt ja aus dem Magen. Wenn Menschen zum Beispiel nichts gegessen haben, dann haben sie ja so einen typischen Geruch. Immer Fibres essen. Aber ist echt schlimm? Geht okay. Nein, ist schon okay. Ja? Hey, wir okay. Können das ja so unterhalten. Ja, kein Problem. Du weißt, ja. Ich habe gegen Mundgeruch. Okay, so jetzt hier Ramadan, man weiß das, bis Sonnenuntergang nichts essen, nichts trinken. Das sind so die Standarddinger. Und so also den ganzen Tag nichts essen, nichts trinken. Gibt es nicht einen anderen Weg, wie ihr an euren Beachbody rankommt? Nein. Das ist ja... Nein. Nein. Das ist einer der 5 Säulen des Islam. Das heißt, Muslime sind dazu verpflichtet, einmal im Jahr zu fasten. Aber es gibt ja sowas wie Ausnahmen. Ja? Nicht jeder Mensch muss fasten. Nicht jeder Mensch erlangt durch den Ramadan seinen Beachbody. Ah. Es gibt nämlich einige, die enorm Hätte werden. Die sich richtig hart zuhauen, dann die Nacht über. Das aber ja. Was macht dieser Ramadan dann überhaupt für einen Sinn? Es geht ja nicht um den Beachbody zu bekommen. So. Ne? Das hat ja tatsächlich mehrere Ebenen. Wir haben noch eine spirituelle Ebene, die wichtig ist. Es hat auch eine körperliche Ebene. Dementsprechend ist Sinn und Zweck des Ramadans nicht einfach nur abzunehmen und eine neue, wie sagt man, Entschlackungskur zu... erfinden. Ja, und aus medizinischer Sicht ist es sowieso, es ist sogar gesund, wenn man seinen Körper in so einen Hungerzustand setzt, weil dann können die ganzen Organismen wieder metabolisieren. Metabolisieren. Wow. Detox, Bruder. Das ist das Wort. Ich sehe schon die ganzen Kommentare von den Leuten. Aber muss ich dann weiter Fitness machen? Oder kann ich einfach Ramadan und dann Shabbat Sport machen? Es gibt Leute, die das richtig geil finden und an, so einen Ansporn kriegen und tatsächlich Fitness machen. Ich hab selber auch schon im Ramadan Fitness gemacht. War ich voll oft bei McFit und habe wirklich trainiert. Echt? Und, ja, so richtig trainiert. Und der Bizeps stimmte. Ja, hier. Geht da hoch. Fiete kennt das. Oh, ihr beide kennt das vielleicht auch schon. Wenn Schweinefleisch. Die kennen das. Wenn ich Hunger bekomme, das ist ähnlich wie wenn ich müde werde. Innerhalb von einer halben Stunde brauche ich was zu essen. Die Diva. Kennt ihr die Snickers-Werbung? Ja, das wird direkt bin leider ich. Wenn du hungrig bist. Aber dann frage ich mich so, glaube ich, würde die ganze Zeit aggro durch die Gegend rennen. Und also noch aggressiver, als ich sonst bin. Ah, ich komme her! Also ich bin den Leuten... Überall an jeder Straße. Ich jag mich jetzt hoch. Ist mir jetzt egal. Jag mich jetzt hier hoch. Also ich glaube, es sind schon einige Leute, die das nicht bewusster fasten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, das ist natürlich eine Stresssituation. Ne? Es ist eine Stresssituation und, danke. Und da kommt es manchmal vor, dass manche dann so ein bisschen vielleicht genervt sind, weil sie im Druck sind und vielleicht Kopfschmerzen haben. Ich mache mir Spaß zu mir. Da gibt es einige, aber bei mir ist das irgendwie nicht so. Also ich werde leicht zickig, so, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade richtig Hunger und bin dann genervt. Du meinst wie gerade eben im Auto, als eine Frau ein bisschen zurückgesetzt hat und du direkt aggro gehupt hast? Ja, die hat aber selber Schuld. Das ist was ganz anderes, okay? Das ist was ganz anderes? Nee, die hatte selber Schuld, die Olle. Egal, auf jeden Fall. Du fasst es immer noch, ne? Freundchen! Was ist denn bei dir? Bist du denn aggressiver als sonst noch? Es kann vorkommen, dass ich dann kurz angebundener bin, so. Dass ich dann einfach Informationen sehr schnell mitteile. Nein. Ja. Eventuell.
Wer weiß. Das Interessante ist ja, dass es ja, dass jetzt Verzicht auf Essen und so generell Verzicht zu so einem Verhalten führen kann. Man ja aber auch im Ramadan darauf versucht zu achten. Ja, also man versucht ja auch auf sein Verhalten zu achten und auch ja, Mann. Ein Monat der Einkehr. Word. Oh, jetzt haben wir die. Das ist wahrscheinlich sogar die wichtigste Frage. Nicht mal Wasser? Nein. Ja. Nein! Warum okay. Ich habe noch nicht mal Wasser, nicht mal Tee? Hat schon mal einer gefragt? Nicht mal Salbei-Ingwer-Infusion? Nicht mal Cola Zero? Mir ist aufgefallen, dass ihr immer so irgendwie so eine Art so Punkte sammelt, ne, für Aktionen, die ihr so macht. Also nicht nur im Ramadan, sondern so im Islam generell. Und dann ist mir eingefallen, eigentlich könnte man, gerade aus Ramadan, könnte man ein perfektes Videospiel machen. Sowas wie Ramadan The Survival Game. Super Mario Extra Level. Ja, genau. Ganz viele Münzen überall. Bonus, ja, genau. Du genau. Kannst alle abfrühstücken. Aber, also jetzt alleine, wenn man jetzt das Videospiel so vor sich hätte und dann ist so Aufgabe, verzichtet tagsüber auf Essen und Trinken. Ich glaube, es wird relativ langweilig, relativ schnell sogar. Fallen euch denn vielleicht noch ein paar extra Regeln ein? Ja, also in diesem Spiel darfst du keinen Geschlechtsverkehr haben. Nee, ich kaufe ich nicht. Geht ja jetzt gar nicht mehr. Ein Spiel oder Sex? Gibt's ja wohl gar nicht mehr. Ab 18. Ja, küssen darf man auch nicht. Also, genau, da haben wir erst letztens diskutiert. Wir haben darüber gesprochen, da gibt es auch geteilte Meinungen zu. Auf der Wange vielleicht ja, aber ich glaube, Mann und Frau dürfen sich auf den Mund nicht küssen, also Verheiratete. Aber wenn man nicht verheiratet ist? Also Zungenkuss definitiv nicht, weil dann saugt es ja noch. Das ist ja Speichel raus. Aber normal auf die Wange? Ich glaube, auf die Wange geht, aber zum Kuss darf man nicht machen. Ich würd sogar sagen, dass so ein normaler Kuss auf Mund fertig. Wo ist das Problem? Ja. Mundgeruch, Digga, was? Es gibt bestimmt auch gegenteilige Meinungen. Genauso mit der Musik. Es gibt viele, die generell auf Musik verzichten, die keine Musik hören, aber es gibt auch viele, die dann extra im Ramadan darauf verzichten, einfach damit sie dort in dem Monat nicht abgelenkt werden durch andere Dinge und dann konzentrieren sie sich mehr darauf. Also bei mir ist es so, ich habe mehr Zeit, um Koran zu lesen und mehr zu beten. Da bin ich ehrlich, im Ramadan hat man einfach die Zeit, weil was soll sonst man außer, wenn du nicht mal essen darfst? Arbeiten und Videos drehen. Voll leise. Was ist denn, ich habe gehört, irgendwie so Schimpfwörter, also dass man keine Schimpfwörter sagen kann beispielsweise. Guter Punkt, ja. Also du fasst es sozusagen nicht nur mit dem Magen, etc., sondern eben auch mit der Zunge. Versuchst darauf zu achten, was du sagst. Eben keine schlechten Wörter benutzen. Keine bösen Wörter. Aber streiten. Nicht streiten. Nicht schlecht denken, nicht schlecht reden. Aber das sind keine Sachen, die dein Fasten bringen. Das sind aber Sachen, auf die du achten sollst. Aha. Man kann also, wenn ich jetzt tagsüber aus Versehen was esse, dann habe ich ja meinen Fasten gebrochen. Nein. Wenn du aus Versehen was isst, ja. dann gilt das nicht als Fasten gebrochen. Weil du musst das dann in dem Moment, wo du es merkst, dann spuckst du es halt aus oder ne? Also, aber es gilt nicht als Fasten gebrochen. Das gefällt mir sehr gut. Was waren schöne Antworten? Sagen wir mal, in diesem Videospiel. Wir sind jetzt immer noch quasi im Videospiel, Computerspiel Ramadan. Ja, und du musst es überleben quasi tagsüber. Und sagen wir mal, du hast es geschafft, den Tag über nicht zu schimpfen, nicht zu essen, nicht zu trinken. Also du hast es geschafft. Und dafür kriegst du 50 Punkte. Was würde passieren? Das ist extra gekauft. Wie viele Punkte würdet ihr bekommen? Das ist jetzt extra gekauft, deswegen. Wollt ihr was? Nee, danke. Wollt ihr was haben? Danke. Du vielleicht wieder? Nee, danke, ich möchte nicht. Du möchtest nicht essen. Also, ja. Okay, ihr wolltet nicht. Ehre an euch, ich sehe deine Augen. Du würdest mich am liebsten mit aufessen, habe ich das Gefühl. Nein, überhaupt gar nicht. Warte ganz kurz. Ich mich nicht an. Aber also zurück zu meiner eigentlichen Frage. Wie viele Punkte würdet ihr für die Aktion jetzt hier gerade bekommen? Wenn ihr 50 Punkte für den ganzen Tag nicht essen, nicht trinken bekommt, dann gibt es bestimmt extra Punkte für, oder? Das ist jetzt gerade viel, viel herausfordernder, wenn dein Mund gehocht hat. Wir müssen ja uns selbst kontrollieren, wir müssen ja Herr über uns selbst sein. Und wenn wir das nicht sind, dann brauchen wir auch gar nicht anfangen zu fasten. Und deswegen hat es uns gerade überhaupt nicht gestört, dass du diesen Couscous mit Zwiebeln und Tomaten vor unseren Augen gegessen hast und einen Schluck Wasser getrunken hast. Mein Gott, das ist sogar doppelter Raum. Ist es dein Kuss? Kuss. Ich stell das mal nach. Aha, du fastest? Wie ist das so? Okay, wir sind jetzt quasi am Ende des Spiels Ramadan Survival Game. Aber die große Frage ist, wie gewinnt man denn dieses Spiel? Kann man Ramadan gewinnen? Ramadan kann man bestehen. Bestehen vielleicht ist gut. Achso, stimmt, gewinnen setzt ja voraus, dass andere verlieren.
Genau, ja. Okay, also, wie spielt man denn den Ramadan durch? Genau, der Weg ist tatsächlich in dem Fall das Ziel. Sonst war das Pult. Es geht ja auch darum, ja, wie du den Ramadan bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Ramadan, es gibt ja Leute, die schlafen ja echt durch. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich dir das so einfach machst und sagen wir mal die Nacht zum Tag machst und der irgendwann erst um 8 Uhr morgens zum Schlafen gehst und dann um 19 Uhr aufwachst, dann ist es, glaube ich, so Sinn und Zweck verfehlt. Du hast dich ja kaum um dich selbst gekümmert, du hast den Hunger nicht wirklich gespürt, du hast alles, was dazu zählt, auch das Gebet, jedes Gebet verpennt, so. Man schaut ja wirklich, man reflektiert ja, ne? Man schaut am Ende des Monats so zurück. Zum Beispiel hat man seine Gebete gemacht, ja? Das ist schon mal eine Challenge. Mhm. Also für die beispielsweise, die jetzt auch außerhalb des Ramadans nicht regelmäßig beten, so habe ich das zumindest während des Ramadans geschafft. So, ne? Mhm. Habe ich gestritten? Wie war ich zu meinen Eltern? Wie war ich zu meinen Kollegen und so? Mhm. Das reflektierst du alles. Und wenn das so, und natürlich das Essen und Trinken. Also das heißt nicht nur, weil jetzt Ramadan ist, musst du dein komplettes Leben umstellen, sondern du musst versuchen, den Ramadan in deinen Alltag zu integrieren. Und das ist sozusagen unser Weg und das Ziel. Also das ist so für die Leute, die sagen, ey, ist doch voll dämlich, du hungerst und du trinkst halt nicht. Ja, es geht ja aber genau darum, quasi zu sensibilisieren, weil es eben halt auch andere gibt, die nicht so viel haben wie wir. Und dafür ein Gefühl zu entwickeln, ist extrem wichtig. Und das kannst du nur, indem du auf alles verzichtest. Und erst dann, wenn du auf alles verzichtest, bekommst du eine andere Perspektive, die du sonst so außerhalb des Ramadans nicht bekommst und nicht die Möglichkeit dafür hast. So, also für diejenigen, die immer sagen, ist doch voll dämlich, nicht zu essen und nicht zu trinken. Leute, da so. Also, nee, kann ich nicht so unterschreiben, ist gar nicht so dämlich. Es geht mehr so um deine Disziplin. Aber es gibt halt Menschen, die vertragen das nicht, es gibt Körper, die vertragen das nicht. Aber wenn der Körper das auch nicht verträgt und es ungesund für ihn ist, dann darf er auch gar nicht fasten. Fiete, oh, Scheiße. Wie ging es dir denn bei deinem ersten Ramadan? Wie war das so, ohne Stimmt. Bier, ohne Schnitzel, ohne das erste Mal nüchtern? Da dachte ich mir, komm, wenigstens im Ramadan kannst du ja mal drauf verzichten. Ne? Und dann, das war schon hart, das war echt hart. Der Einzige bei mir zu Hause im Haushalt mit meinen Eltern, der fastet. Die mussten auch erstmal irgendwie damit klarkommen. Okay, was macht ihr da jetzt? Und okay, abends kriegt er dann erstmal hier sein Tellerchen. Aber jetzt ist Schabab, wa? Sag mal, die Sonne ist doch unten, ne? So ist das. Wenn ich jetzt meinen Vater nachmachen würde, wäre es lustiger. Ich verzichte darauf. Komm, in die Meine Tutorin damals war der Hammer. Die hat auch ohne nachzufragen, hat sie unterschrieben, als ich geschrieben habe, ey, wegen des Festes zum Ende des Ramadans habe ich die Schule versäumt. Also ich bin an einem Tag nicht zur Schule, sondern habe Festtag gemacht. Bin dann morgens in die Moschee und so. Und da hat sie dann einfach abgehakt. Ja. Danke, Frau Kriener. Danke für die gelungene Integration. Frau Kriener. Frau Kriener. Dankeschön. Also ich habe eine 6 gekriegt im Schwimmen, weil ich nicht daran teilnehmen wollte. Okay, das ist blöd. Schön, dass wir den Ausgleich hier drüben haben. Unser Sportlehrer, Herr Reichert. Danke, Herr Reichert. Wir waren irgendwie 6 Jungs oder so, die gefastet haben. Wir sind einfach zu ihm und haben gesagt, ey, wir fasten. Können wir ein bisschen zurückschrauben mit dem Fußballtraining? Und dann hat er gesagt, ja, kein Ding. Sehr korrekt. Danke dafür. Das spiel war mal, sehr gut. Spielen wir einfach ein bisschen. Nach dem geht's fast wieder. Runter hier mal locken. Ja. Güljan. Also ich habe heute die Warte. Gemacht. Und wie war das bei dir, Güljan, als du das erste Mal gezwungen wurdest, das Kopftuch zu tragen und dementsprechend auch zu fasten? Dann? Also das erste Mal habe ich erstmal mit 6 gefastet. Wirklich? Und ich habe 50 Mark gekriegt, tatsächlich, am ersten Tag. Und dann am zweiten Tag habe ich dann 30 Mark bekommen. Und ich habe es richtig durchgezogen. Und ich hatte voll halt Glück. Ich hatte voll Glück, weil als ich angefangen habe zu fasten, da war das tatsächlich im Winter. Und am Ende des Ramadans habe ich dann im Beiraum noch 200 Mark bekommen und ich hatte da irgendwas mit 600 Mark. 200 Mark? Schau! Also als 6-Jähriger? Ja, ich habe mich... Hast du Auto gekauft? Ja, aber es hat echt gut gehalten. Seitdem passte ich kontinuierlich. Und ich kriege trotzdem noch immer noch Beiraum und noch Geld. Echt? Ich komme zur nächsten Frage. Und zwar beginne ich diese Frage mit einem Zitate. Oh. Ist von einem alten Schulkameraden von Fiete und mir, der damals sagte... Jetzt bin ich gespannt. Lieber würde ich sterben, als mein Fasten vor Sonnenuntergang zu brechen. Boah, ja, das ist ja, das widerspricht im Prinzip dem Gedanken des Islam grundsätzlich, weil die Wahrung des Lebens steht
an erster Stelle und die Wahrung der Gesundheit genauso. Also geht ja Hand in Hand, könnte man sagen. Okay. Also von daher macht das gar keinen Sinn. Ich nehme euch alle mit, bevor ich mein Fasten breche. Und zwar befinden wir uns jetzt am Tag des jüngsten Gerichts. Oh. Ihr steht vor Gott, er guckt euch an und sagt, Edge, ihr hättet gar nicht fasten müssen. Was macht ihr? Egal. Wie reagiert ihr? Dann würde ich sagen, es hat mir ja nichts geschadet. Ja. Ja, es hat mir überhaupt nicht geschadet. Es hat mir nur geholfen im Prinzip. Oder zumindest gab es einen Monat, wo ich wirklich viel disziplinierter war als im Rest des Monats. Und vielleicht auch mal nett zu meinen Mitmenschen. Und ich genieße auch zum Beispiel das Spirituelle. Das muss man ja auch sagen, weil es ist zwar Hungern und Fasten dahingestellt, aber im Ramadan hat man so einen spirituellen Monat und man reinigt auch seine Seele, seinen Geist, man wird auch viel nachdenklicher, auch etwas ruhiger nach dem Essen dann, je nachdem, und ich glaube, auf das zu verzichten möchte ich auch jetzt nicht wirklich freiwillig. Warum verdammt? Schlimm, oder? Ihr habt doch Hunger. Ihr habt den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken. Ihr nicht mal Wasser. Nicht mal Wasser. Da fällt mir ein, Malle. Ja. Das müssen wir ja eigentlich mit dir machen. Du probierst doch mal selber aus. Wie wär's? Oh oh. Jetzt einen Tag fasten? Weißt du, einen Tag schafft jeder. Ja, das stimmt. So, einen Tag schafft jeder. Wir machen eine Challenge und sagen, du machst 4 Tage. Aber ich gebe dir keine 50 Mal. Also auch mit in die Moschee gehen und beten und so. Gegen beten. Ja. Gegen Baby. Also Maria. Vater unserem Himmel. Kannst du mitnehmen? Komm schon. Guck mal, damit du nicht komplett alleine bist, ja, fragen wir noch ein paar andere YouTuber. Die fragen Mirella, ich glaube, die hat auch voll Bock. Mal Wanne. Nur damit Heli nur zur Hella feiern. BA. Der Joghurt-Boys. Changeman. Changeman. Ja, stimmt. Und vielleicht noch jemanden, wer weiß. Kommentiert doch einfach mal runter, ob der Marcel hier, ob er 4 Tage schafft. Das wäre doch interessant. Schreibt aber auch bitte, wenn ihr nicht wollt, dass ich faste. Ist auch okay. Ich glaube, die Leute finden das bestimmt cool, wenn du es machst. Mindestens 50 Hashtags, also dass ihr 50 Mal kommentiert mit dem Hashtag Marcel soll fasten. Ja, und was soll er dann als Belohnung kriegen? Eine Schulterklopfe. Überlegt euch eine Belohnung und schreibt sie bitte in die Kommentare. Ja, ihr habt gesehen, ich habe versucht, irgendwas aus denen rauszubekommen. Auch mal so ein bisschen rauszukitzeln, ob der Ramadan wirklich so toll ist, wie sie immer alle behaupten. Tja, daraus wurde nichts. Ich kann nur sagen, ich bin überzeugt. Ich glaube euch, dass ihr das wirklich ernst nehmt und dass es auch wirklich eine schöne Zeit für euch ist. Sprich mir nach. Ashhadu. Vielleicht nach dem Fasten, man weiß es nicht. Wer dafür ist, dass ich das Glaubensbekenntnis mache. ich wünsche euch alles Gute. Frohes weiteres Fasten, Habibs. Ja. Wir haben aber noch ganz, ganz wichtig, wir wurden wieder nominiert. Oh nein. Ja, in diesem Jahr wurden wir für 4 Sachen nominiert. In 2 haben wir schon verloren, okay? Wir haben den Integrationspreis nicht gewonnen, weil wir integriert sind. Ja, deswegen brauchen wir nicht. Den Webvideopreis haben wir gegen Sallys Welt verloren. Ist nicht schlimm, wir waren aber nominiert, das freut uns. Ja, das war schön. Und nochmal Glückwunsch an Sallys Welt. Wir wurden nominiert für den Smart Hero Award. Es gibt da ein Publikumsvoting, wo ihr auf die Seite geht, smart-hero-award.de. Das, den Link packen wir in die Beschreibung. Und beim Publikumsvoting, da ist unser Bild quasi Datteltäter und da gibt es so einen Gefällt mir-Button. Da drückt ihr einfach nur auf. Das ist ganz easy. Also es dauert nicht mal eine halbe Minute. So, und dann nochmal der Hinweis auf den Grimme Online Award. Der Link ist in der Beschreibung. Votet da bitte nochmal kräftig für uns, stimmt da für uns. Da geht ihr auf die Seite, geht auf unser Projekt, klickt darauf und füllt unten nochmal ein paar Namen und so weiter aus. Und dann bitte absenden. Ganz, ganz wichtig, dass ihr für die Sachen bei uns votet, damit wir die Stimme dafür, eventuell den Preis bekommen. Kommt Grimme. Und wenn ihr uns wieder unterstützen wollt, hier geht's zu den Abos, da wo Fiete den Finger runter macht. Und da, wo wahrscheinlich ich und Gülcan und ich, wir beide... Gülcan wird nicht mehr gesehen, das ist kein Problem. Da geht es zur Funkwelt. Da geht es zu den letzten Videos und hier geht es zur Funkwelt. Die sieht man ja eh kaum. Wegen Kopftuch.